Hallo Leute, ich würde euch heute gerne eine Geschenkidee für Weihnachten vorstellen, und zwar eine Juwelkerze. Wahrscheinlich fragt euch jetzt bitte, was ist eine Juwelkerze? Juwelkerzen sind Duftkerzen, die in ihrem Inneren ein Schmuckstück haben. Also ich kann euch das hier mal zeigen. In der Kerze ist eben so, ja, in Alufolie verpacktes Schmuckstück. Das kann entweder ein Ring, Ohrringe oder so Charmanhänger sein. Also die gibt es halt in drei verschiedenen Sorten und auch in verschiedenen Duftrichtungen, weil das sind auch Duftkerzen. Ich habe hier einmal pinke Kirsche, das habe ich nämlich hier schon abgebrannt. Kann ich euch zeigen. Also hier war halt das Schmuckstück drin und das habe ich jetzt rausgeholt und ich kann es euch schon mal zeigen. Das ist hier der Ring, der da drin war. So. Das war ein einfacher Ring mit so einem kleinen pinken Steinchen und ich finde den wirklich sehr, sehr süß und habe mich sehr darüber gefreut. Die Ringe können den Wert von 10, 20, 50 oder 250 Euro haben. Meiner war jetzt 20 Euro, also das steht halt immer, das steht einfach immer dabei, wie viel euer Ring dann eben wert ist. Und ich denke mal auch so, die meisten werden wahrscheinlich so 20 Euro da drin haben. 250 Euro ist wahrscheinlich jetzt sehr, sehr selten, aber ich bin schon gespannt, was in meiner zweiten drin ist, weil die habe ich jetzt schon aufgebraucht. Das heißt aufgebraucht, ich habe sie halt bis zum Ring abgefackelt und habe jetzt sofort ein Video gemacht, weil ich euch da halt unbedingt was dazu erzählen wollte. Die brennen sehr, sehr lange. Also ich habe, bis ich an den Ring kam, die ungefähr, ich weiß nicht, 15 Stunden, 20 Stunden brennen lassen müssen. Und bitte schaut mal, wie viel da jetzt immer noch drin ist. Also da hat man sehr, sehr lange Freude dran. Und ich finde, das ist einfach ein super Geschenk, zum Beispiel für eure Freundin oder für eure Mutter, weil man hat einmal eine tolle Duftkerze, die nebenbei auch sehr gut riecht. Also ich habe hier pinke Kirsche. Riecht wirklich sehr gut. Und Glühwein, heißer Glühwein. Riecht auch total nach Weihnachten und so. Es gibt jetzt auch neue Weihnachtsdüfte und es gibt auch sonst Düfte. Also könnt ihr einfach mal auf der Homepage vorbeischauen, ob euch irgendwas gefällt. Der Zitronenduft hätte mir auch gut gefallen, aber ich habe mich jetzt halt für die beiden entschieden. Es ist halt so, dass ich finde es einfach so ein schönes Geschenk, weil man hat halt immer ja so eine riesen Duftkerze und dann auch immer so diese Vorfreude. Also es ist einfach wie so ein Überraschungsei für große Mädchen sozusagen. Also man will unbedingt wissen, welches Schmuckstück da drin ist und lässt dann diese Kerze die ganze Zeit abfackeln und hat dann halt einmal den schönen Raumgeruch und halt auch einfach dann am Ende, sobald man an das Schmuckstück drankommt, habe ich dann auch, auf alle Fälle macht das mit einer Pinzette, weil das Wachs ist ganz schön heiß, dann nimmt man halt das Schmuckstück raus, nimmt es aus seiner Hülle und dann hat man halt seinen Ring oder seine Ohrringe. Ich kann euch das, wie gesagt, alles selbst aussuchen. Ich könnte euch halt nicht die Ringgröße aussuchen. Ich gehe aber mal davon aus, dass es halt immer Größen sind, die ja oft vorkommen. Also mir passt ja zum Beispiel am linken Ringfinger, am rechten wäre es mir jetzt ein bisschen zu klein, aber ich denke mal, hat ja 10 Finger und dann irgendeinem Finger von den 10 wird schon irgendwie passen. Wenn nicht, kann man es auch weiter verschenken. Der Preis von denen beträgt 25 Euro. Und ja, für eine normale Duftkerze würde man denken, okay, ist schon ein bisschen teuer, aber ich meine, ihr habt ja noch ein Schmuckstück drin und das ist jetzt kein Verbrauchsartikel, sondern eher was, was man halt mal verschenken kann. Und man hat wirklich lange Freude an dieser Duftkerze. Also ich glaube auch eigentlich so eine riesen Duftkerze, wie kostet das dann schon so 10, 15 Euro, oder? Also wenn ihr da eine wirklich gute, große habt, dann ja, kostet ihr eigentlich fast schon so viel. Und dann habt ihr noch einen schönen Ring. Ich habe den jetzt, ich habe die Kerzen vor 2 Wochen nur so bekommen. Vor einer Woche, ich weiß nicht genau, wie lange es jetzt her ist. Aber ich habe den Ring jetzt eben schon ein bisschen getragen und er hat nicht abgefärbt, also ich habe mir damit auch meine Hände gewaschen und ich habe ja einfach alles so gemacht und er hat nicht abgefärbt. Und das finde ich sehr gut, weil oft färben ja Ringe für 10 Euro schon mal ab und ja okay, der kostet 20, aber hätte ja trotzdem sein können, dass es nicht so gute Qualität ist. Und es ist eben sehr gute Qualität und das hat mich schon mal sehr gefreut und ich bin richtig gespannt, was hier drin ist. Ich habe sie extra noch nicht abgebrannt, weil ich sie euch ja zeigen wollte, aber die wird jetzt sofort angemacht, weil ich unbedingt wissen will, was da drin ist. Und ja, ihr könnt mir ja mal eure Meinung schreiben. Also ich finde, das ist eine wirklich schöne Geschenkidee für Weihnachten. Ich glaube, die eine oder andere Freundin von mir wird vielleicht eine bekommen. Und ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!